Hallo! Für wen hast du dich so schick gemacht? Für mich selber. Für dich? Ja, ich sehe doch ganz normal aus. Okay, ich habe mich ein bisschen rasiert und so, aber heute gibt's die Corvette. Wir fahren heute Corvette. Und das in weniger als 55 Minuten. Also um 11. Um 11, genau. Um 11 soll die Corvette da sein. Und ich freue mich schon wie ein kleines Kind, wie man sagen kann. Und ja, das ist sowieso, ja, genau. Mir fehlen die Worte. Ich bin gespannt. Ich freue mich schon drauf. Und dann sehen wir uns in der Corvette wieder. Ja. Puh. Schau mal, was ich hier habe. Ja, fein mal. Ich fein mal. Nach Hause. Ich muss zugeben, ich bin schon lange kein Schalter mehr gefahren. Das wird jetzt lustig. Das kriegst du schon hin, die 2 Meter. Das ist, glaube ich, jetzt ein Jahr her oder so. Aber das, nee, stimmt nicht. Ich bin mal von deiner Mutter, den Tiguan, kurz gefahren. Aber das kriege ich schon hin. Das Ding ist laut. Ist laut? Ja. Ehrlich? Ja. Ich hör's. Also ich hör's schon ein bisschen. Wir sind so lange nur noch Automatik gefahren. Da muss man sich erstmal umstellen, gell? Boah, du sitzt aber echt niedrig. Ja, aber andererseits, schau mal. Das stimmt. Viel Platz ist da nicht mehr. Boah, ist ein geiles Teil, ey. Memory-Sitz, Memory-Funktion hat er auch. Ach so, das heißt, wir können uns einspeichern, ja. Hier kommst du übrigens raus. Aha. Falls du mal irgendwann einen Griff suchst oder sowas und nicht weißt, wie die Tür aufgeht, da ist der Knopf fürs Öffnen der Tür. So ein fetter, geiler Arsch. Und schaut mal, der Auspuff. Guck, da passt mal eine Faust rein. Das ist ja krass. Was ist ein Riesenteil. Und schön zentral. Dann hat er hier Diffuser, die wahrscheinlich auch eine Wirkung haben, vielleicht eine kleine. Krasser Spoiler. Hier unten ist ein Knopf irgendwo. Irgendwo. Da. Geht das hier auf? Und wir sind erstaunt, wie groß der Kofferraum ist. Also das ist schon mega. Da kriegt man schon so einen Koffer rein, so einen flachen, gell? Ja, 2. Ja, das ist schon krass. Kann man sogar theoretisch nach Italien fahren oder so. Da ist ein Netz, das spannt man dann drüber, damit es nicht nach vorne fliegt. Schon irre. Und es zieht automatisch zu. Also man legt den nur auf, so ein bisschen. Und dann... Mega geil. Und die Bremsen. Also, manche Autos haben kleine Reifen als der hier an Bremsen. Da sind wohl vorn, was hat er gesagt? Brembo-Bremsen mit 6-Fach-Kolben. Das muss man sich mal vorstellen. Unser Auto hat 1-Fach-Kolben. Der hat 6. Die Türen sind cool. Die Türen sind cool, ja. Knopf weg, damit du wenig Luftwiderstand hast. Dann hast du da innen so einen kleinen, ja, so ein Touchpad. Und dann kann man da rein. Schöne Gurte. Ja, das sind wahrscheinlich so Sicherheitsgurte, so ein bisschen extra. Aber kein 2-Punkt-Gurt, sondern einfach nur ganz normal, wie man es im Auto kennt. Aber sportliche Sitze mit sehr viel Seiten halt. Schön, 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 schön. Aber tief sitzt man. Ja. Also ich falle erstmal 2 Meter nach unten. Ja, nicht ganz so schlimm. Was ist das hier? Ja, keine Ahnung. Ich würde jetzt sagen, das ist irgendwas mit der Klimaanlage. Wahrscheinlich 2-Zonen-Klimaanlage. Du stellst deine hier ein. Ich meine, da drüben. Das sieht aus wie so ein Auge oder so. Ja, ich weiß nicht. Vielleicht zeigt er auch die Temperatur an. Ich weiß es nicht, wenn es an ist. Was hat er gesagt? Auch Motorsport hat das eingestellt. Motorsport, ja. Hat er recht. Grand Tour oder so macht da nicht so viel Sinn. Die Bremsen vorne. Die sind richtig fett. Schau mal, wie tief die sind. Die gehen bis hier hinten hin. Alter Schwede. Schau mal, wie tief das Auto ist. Ja, der liegt tief. Da muss man aufpassen, wo wir hinfahren, dass wir da nicht irgendwo aufsetzen. Boah, schon irres Teil. Das Ding ist riesig. Schon, gell? Kann ich mich einmal mehr drüber. Aber die Optik ist auch so krass. Ha. Das ist ein Targa da. Zieht man hier so einen Hebel einmal und da zweimal. Und dann ist hier hinten
noch ein Hebel. Das müsste es nach oben gehen. Okay, probier mal. Genau. Das muss man aber am besten zu zweit machen, also auf einer Seite, weil alleine ist das, glaube ich, nicht so gut. Und das kommt dann in den Kofferraum oder wohin? Das legt man dann. Wo macht man den auf? Hier unten? Hier an der Seite, so leicht versetzt da. Deswegen ist der Kofferraum so groß. Ja. Gleich krieg ich's. Oh, alleine. So. Genau. Und dann? Einfach in den Kofferraum. Dach im Kofferraum. Gut. Ja, gut, ist er bei den. Da so rein. Vielleicht andersrum kann es sein. Das hat hier so die Form von dem Dach. Okay. Ach, das wird dann sogar genau, befestigt. Hier sind Nischen, also es gehört so rein. Aha. Ah, jetzt. Zack. Ach, witzig. Und dann machst du zu. Und das sitzt jetzt einfach fest, oder was? Ja. Jetzt hast du Cabrio. Und das Coole ist bei dem, du hast halt hier wirklich eine Abschottung. Du bist zwar offen, aber hast keine Windströmung, weil das alles oben drüber geht. Ach so, ja, das ist dann vielleicht für mich gar nicht so schlecht. Yay! Also einmal muss ich so fahren, auf jeden Fall. Ja, das machen wir auch mal, aber vielleicht morgen, nicht heute. Ja. Ja, ich hab den Schlüssel. Ich hab den Schlüssel. Ich hab den Schlüssel. Was krieg ich dafür? Okay, zeig mal, was du kannst. Aua, mein Ohr! Entschuldigung, ich wusste nicht, wie laut das ist. Ja, laut! Deswegen wollte ich das machen. Ah! Weil du da hinten sitzt. Entschuldigung. Der hat Sound? Ja, ein bisschen. So, ich würde sagen, wir fahren, oder? Gut nach Benzin. Ja, fahr mal. Fahr mal.